Zu einer neuen Runde Panzerkorps. Wir sind bei der Piatek-Kampagne. Kann man gucken, ob wir ein Bild haben? Ja, okay. Und das ist eine Defense-Kampagne, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das irgendwie gestern ausgemacht, zuletzt. Und, aber ich glaube, ich habe den Text noch gelesen zu haben, wo drin steht, dass wir, glaube ich, hier eine Linie halten müssen. Man kann den irgendwo angucken, den Text. Ach, man kann übrigens Einheiten verkaufen mit der Taste D, habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. Da muss ich gleich nochmal gucken. Feldränder, Hauptmenü, Szenario neu starten. Da müsste man dann den Text nochmal kriegen. Okay. Oder auch nicht. Es gab irgendwo dieses Ding, da konnte man sich das anschauen. Laden, aufgeben. Ja, ich weiß, dass das gab. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Ich glaube, im Chat war das aus irgendeinem schwachsinnigen Grund. Da, genau. So, Sie haben keine Wiederholung. Unsere Luftaufklärung hat eine massive polnische gesichert. Mit dem Befehl von General Blablabla stehen Sie gerade auf dem Weg zu Ihrer Position. Laut dem Bericht und Aufklärung wird der Feind in Wellen angreifen. Sie müssen so viele Ziele halten, wie Sie können. Durchbrechen und die Wurzel wieder unter Kontrolle bringen können, ist die Gefahr Blablabla. Genau, also wir müssen im Grunde genommen mehrere Wellen abhalten. Hat er jetzt gesagt, in welche Richtung die kommen? Ich habe das gar nicht mitbekommen, aber kann ja nur vom Norden sein, wenn ich das richtig sehe. Die Gegenoffensive. Und Truppen können wir witzigerweise auch auf den Brücken deployen, das ist ja drollig. Da scheinen auch Siegpunkte zu sein, weil so eine Brücke mitten in Polen scheint hier unglaublich wichtig. Der Gegner auf der anderen Seite auch noch Truppen, okay. Wir haben hier oben noch einen Scout-Car, da sehen wir so ein bisschen was von diesen Erbsen. Habe jetzt bei Wikipedia, hat mir jemand einen Link geschickt, danke dafür. Und hat mir die mal angeguckt, die Teile. Die gab es halt wirklich in Polen, die haben ein paar hundert von hergestellt. Und Problem war nur, da saßen irgendwie zwei Mann drin und die meisten hatten MG. Es gab wohl auch 20 mm, glaube ich, die meisten hatten MG. Und dann wurden diese Panzer aber als Panzer eingesetzt. Also, ne? Das hat nicht so gut funktioniert. Und dann wurden die alle abgeschlachtet. Okay, also im Prinzip ist das Nord-Süd-Verteidigung. Ne? Ist ja eigentlich ziemlich eindeutig hier. Und das ist alles am Wasser. Das heißt Flussübergänge und so. Und der Gegner, also theoretisch könnte er ja überall drüber kommen. Und die Stadt verlieren sie egal. In der Praxis ist es aber so, dass der wahrscheinlich nur über die Brücken kommt. Ich glaube nicht, dass der übers Wasser geht, aber. Ausschließen können wir es nicht. Und da müssen wir auch gucken, dass der, also wenn ich hier zum Beispiel verteidige und hinten die Artillerie von uns steht, dass nicht hier, ne, einer aufs Wasser hüpft und dann die Artillerie wegnukt. Da müssen wir halt mit drauf achten. Okay. Flugkämpfer haben wir auch genug, sieht alles ganz solide aus. Dann lass erstmal die Truppe hier machen. Und zwar möchte ich ganz gerne die Truppen verkaufen, die ich nie wieder benutze. Dazu gehören diese Schrottpanzer 1. Taste D hat er gesagt, ne? Auflösen. Tatsache, ich kriege die Prestige dann wieder. Ja, dann weg mit dem Schrott. So, eine andere Sache, die ich mich gefragt habe, war gewesen, diese Spezialeinheiten, die ich da habe, ne? Dieses eine Scout-Flugzeug und diesen komischen Infanteristen. Man kann ja nur zwei Spezialeinheiten haben. Das heißt, ich kann jetzt keine dritte mehr bekommen, bis das angehoben wird, dieses Limit. Aber diese Reconnaissance-Spezialeinheit in der Luft, wie gesagt, also später die Jäger haben halt mehr Reconnaissance als dieser Idiot. Ne? Von da lohnt sich das nicht. Und dafür habt ihr halt ein Flugzeug ohne Kampfkraft. Von da bin ich überlegen, ob ich den auflösen kann und dann eine andere kriege. Wenn ich keine andere kriege, hat sich das natürlich nicht gelohnt. Aber im Grunde genommen, ich weiß halt noch nicht, ob ich von diesem Kameraden hier überzeugt bin. Muss ich das aufstellen, bevor ich mir das angucken kann. Weil, wie gesagt, der scoutet halt nicht gut, kämpft nicht gut und nimmt mir halt einen wichtigen Slot weg. Und das ist schon ein bisschen problematisch. Und da wäre ich halt echt versucht, diesen Helden hier. Werde ich versuchen, den aufzulösen. Da minus 5 Angriff, minus 2 Verteidigung, Sichtradius plus 2, ne? Aber das ist halt bei einer Junkers, ist das halt nicht viel. Also, mal gerade hier in den, da. Also, normales Jagdflugzeug, wie am Anfang, die sind wohl noch scheiße. Sicht 2 hat der hier. Und wenn ich jetzt hier diese Junkers-Geschichte mir angucke, die hat halt Sicht 1. Und wenn ihr plus 2 bekommt, kommt die halt auf 3. Aber die nächste Aufrüstung, glaube ich, ist da schon von der BF Messerschmitt hier. Ist, dass sie halt auch drei Felder weit sieht. Und daher level ich jetzt gerade systematisch einen Bomber auf, der wenig Kampfkraft hat. Mein Hauptproblem hierbei ist tatsächlich dieser Angriff minus 5, dass ich nicht weiß, worauf der berechnet wird, auf welchen Wert. Kann man das irgendwie sich angucken? Zeigt er da nicht an in der Übersicht, ne? Wenn ihr da reinguckt. Die scheinen identisch zu sein, aber wir wissen, dass der Angriff minus 5 hat. Und ich kann halt nur vermuten, dass wenn der Angriff minus 5 sagt, dass der das halt wirklich auf alles hochzieht. Und bei Defense auch auf jeden Wert. Und wenn ich jetzt den normalen Defense-Wert nehme. Ja, also Luftlinie kannst du eh nichts mehr machen.
Also wenn Angriff minus 5 ist, dann macht er halt schon gar nichts mehr, ne? Da sind wir einfach nur einen ganz wichtigen Slot nicht hier drin weg, sondern eben hier auf dem Schlachtfeld. Und dann müssen wir natürlich teuer reinforcen, also ich weiß es nicht. Dafür, dass er halt weiter sieht, also im Grunde genommen, dieses Weitsehen ist eine super Sache. Aber nicht auf einen Jäger der, oder einen Bomber, der sowieso nicht weit sehen kann und auch noch langsam fliegt. Also ich glaube halt echt, dass das ein sehr schwachsinniges Modell ist. Und wenn ich dann noch dazu nehme, dass wir, wie gesagt, nur zwei Spezialeinheiten wohl haben können und ich jetzt zwei habe und keine dritte dann eben bekomme oder keinen besseren bekomme. Und wenn ich mir halt angucke, wie gut dieser andere Spezialist hier vorne ist, ne, der diese Einheit so schnell macht, als ob der immer im Transporter fährt, eine Initiative gibt, das ist halt hardcore gut, dann bin ich halt jetzt echt versucht, das Ding aufzulösen, zu verhökern. Da wird der eine oder andere jetzt im Grabe hier rumdrehen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, was soll ich damit? Also ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Da machen wir einfach knallhart und dann tun wir lieber einen jetzt aufleveln, ne? Und vielleicht auch eine neue Spezialeinheit bekommen, wo wir denken, dass wir die benutzen können und haben mehr Kampfkraft auf dem Feld. Also gerade das mit dem Scouten, also nee, nee, nee. Und die Bodentransporter sehen weiter als die Flugzeuge, es kommt auch noch hinzu. Also das ist auch nochmal so ein Ding, ne? Plus ein Flugzeug wollte eh nicht blind irgendwo reinfliegen, wo er dann eine Flak hat oder drei Flugzeuge in Empfang nehmen. Also ich habe die eh zum Scouten ganz selten nur benutzt. So, von daher haben wir jetzt die Armee ein bisschen zusammengeschossen hier. Nur noch Einheiten, die wir halt wirklich verwenden. Wir haben massives Infanterieaufgebot. Obwohl die Infanterie der Wehrmacht inzwischen Überhand nimmt. Ich hätte eigentlich lieber noch einen Pionier mehr, dafür einen Infanteristen weniger. Aber Infanterie könnt ihr, glaube ich, immer gebrauchen. Da müssen wir nicht zusammenhauen, die Truppe. Und der Rest, der müsste eigentlich funktionieren. Die Geschütze hier, kann man die schon aufrüsten? Nee, ne? Doch, ich kann die aufrüsten. Ja, da wäre ich doch schön blöd, wenn ich das nicht mache. Das ist schon wert. Aber das hier waren die, glaube ich, schon. Das ist eine Ex-Bessere, genau. Wie gesagt, die haben auch verschiedene Aufgaben. Von daher ist es schon gut, wenn ich ihn so in diesem Verhältnis habe. Bei so einer Verteidigungsschlacht ist tatsächlich viel, viel besser, aber diese Geschütze zu haben, als das hier aufzustellen. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch versucht, hier noch eine dritte Artillerie zu kaufen. Weil wir dann einfach in der Verteidigung ist die halt völlig OP, meiner Meinung nach. Und das würde sich schon lohnen, wenn wir die dann hier überall aufstellen gleichmäßig. Den können wir auch aufstellen, aber das Problem ist halt, dass er Munitionsprobleme hat. Und daher glaube ich, dass er sehr schlecht bei dieser Schlacht wäre. Und wir haben ja eigentlich Finanzen, super ordentliche. Und da gibt es ja keinen Grund, dass wir hier wirklich auch nicht hingehen und unsere Sachen verbessern systematisch. Tatsächlich könnte ich sogar überlegen, eine jetzt ohne diesen Antrieb hier zu holen. Den kann man ja immer noch nachrüsten, weil ich weiß ja, was ich damit machen will. Und die ziehe ich halt langsam hinterher. Die wäre halt wirklich nur für Verteidigungsschlachten dann am Anfang gut. Auf der anderen Seite kostet 50 Punkte und auch kein Vermögen. Wir können auch einmal Nägel mit Köpfen machen. Aber wenn ich jetzt Geldprobleme hätte, könnte ich auch überlegen, dass ich das einspare. Ansonsten hier vorne, Upgrades, irgendwas, gibt es da noch gar nichts, ne? Okay, dann haben wir das. Ja, Pioniere brauchen wir eigentlich jetzt gar keine bei der Schlacht, hätte ich jetzt gesagt. Von daher machen wir hier weiter. Machen wir ruhig Elite vergeben, weil wir einfach die Knete im Moment gut über haben. Und wir haben ja diesen Softcap-Regel drin, sodass ich jetzt zu viel Geld ansammle, ich auch viel weniger Geld bekomme. Ich will aber jetzt trotzdem nicht den 11. und 12. Level geben, das wird trotzdem ein bisschen overboard. Aber wenn die ihre Sterne zum Großteil behalten können, dann sind wir dabei. Bei der Kavallerie ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und immer denken, das andere ist umsonst. Deswegen machen wir hier so ein Mittelding. Panzer, die will ich auf jeden Fall, wenn es geht, immer Elite haben. Dem Fahrzeug ist es relativ egal. Und dann die Flugzeuge. Ja, also der ist ja hier schon auf die höchsten Sterne. Also schon so, dass sich da, glaube ich, nicht unbedingt lohnt, weiter Elite zu vergeben. Die kriegen ja ihre Sterne ganz offensichtlich. Und den Bomber schon immer, weil das hier halt unglaublich die strategische Bombardierung verbessert. Obwohl ich das hier wahrscheinlich ebenfalls nicht brauchen werde bei der Schlacht. So, ja, Aufbau. Stellen wir die jetzt mal auf, dann können wir immer noch gucken. Da oben stehen schon Truppen im Prinzip. Auf der falschen Seite, wo hier die Brücke hier ist, leider angreifbar von. Also, das mit den Brücken scheint mir besonders schwachsinnig zu sein, ne? Also, warum soll, wenn ich die Brücke halte, habe ich den Nachteil. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Schlacht verliere, wenn ich alles gleichzeitig verliere. Aber ich würde jetzt sagen, die Brücke kann ich ja auch in der letzten Runde zurückerobern, ne? Da spricht ja nichts gegen. Von daher würde ich sagen, verteidigen wir auf der anderen Uferseite natürlich. Als andere wäre Schwachsinn. Also warum auf der Brücke stehen? Das macht ja keiner. Die Punkte haben die ja super clever angebracht. Hier vorne. Also man könnte einen kleinen Ausfall machen, wie sowas, damit man halt sieht, wo der Gegner ist. Aber eben, ja, das ist halt auch nicht so dramatisch, glaube ich. Also wir brauchen auch eine mobile Eingreiftruppe wahrscheinlich. Ja, das Beste, was man hier oben machen kann, ist definitiv die Infanterie einbuddeln. Infanterie der Wehrmacht in dem Falle. Ich hoffe, das gilt nicht als Brücke. Wenn er da oben rumkommt, das wäre ein bisschen unschön. Das ist auf jeden Fall schon mal gut aufgebaut.
Ich weiß gar nicht, wie gut man sich da eingräbt in so einem Gelände hier vorne. Wenn ich aber einen hier vorne eingrabe, hat er ein super Gelände. Ich würde ihn zwar jetzt hier hinstellen, würde ihn aber gleich hier vorne einbuddeln. Und dann ist er hier oben halt, ne, Zone of Control. Dann habe ich genug Zeit zum Reagieren. Und hier unten, das ist, glaube ich, gut aufgebaut. Und die Pack, die würde ich da aber, glaube ich, rausnehmen. Also können die mal kommen lassen, wenn wir einen Transporter oder so kommen. Ansonsten können die immer noch nach hinten fahren. Das ist die eine Geschichte da. Das muss eigentlich da oben auch schon mal ausreichen. Die nächste Geschichte wäre halt hier, ja, Gebirgsjäger. Also der Gebirgsjäger hat eine schlechtere Defense, ne? Von daher ist natürlich das mit den Gebirgsjägern so eine Sache. Und Pioniere, das lohnt sich halt auch nicht wirklich für diese Verteidigungsschlachten, hätte ich gesagt. Lass uns mal genau reingucken, wie die sich unterscheiden, damit ich ja keinen Fehler mache. Also, wenn ich jetzt hier die Wehrmachtsinfanterie vergleiche mit denen hier, ja, die haben halt einen Defense weniger, dafür haben die Soft Attack mehr. Aber wenn da Fahrzeuge kommen, haben die halt da einen Defense weniger. Die Pioniere. Wobei die Pioniere sind eigentlich ziemlich gut für die Aufgabe da, ne? Die haben überall eine bessere Defense im Prinzip. Das heißt, die sind tatsächlich super geeignet für die Verteidigung. Dann stellen wir die Pioniere einfach dahin. Aber hier auch, warum soll ich die da einbuddeln? Also ich packe den zwar jetzt dahin, aber ich werde die natürlich jetzt gleich rüberschieben. Hier ist das Gelände ein bisschen schlechter, egal, guck mal trotzdem gleich mal irgendwo hinpacken. Ich könnte noch einen Pionier gebrauchen wahrscheinlich. Gebirgsjäger. Ich meine, Pioniere kosten jetzt nicht so viel, ne? Von da kauft man gerne nochmal einen Pionier. Ohne Transporter passt schon. So. Ich glaube nicht, dass hier unten eine große Offensive kommt. Von daher, wenn ich hier nicht einen Großteil der Truppen erwarte, können wir hier vielleicht auch mit den Gebirgsjägern arbeiten. Die haben ja auch Erfahrung. Einfach um ein bisschen Knete zu sparen. Hier wieder, der buddelt sich da ein und den werde ich wahrscheinlich, hier ist unser Supergebirgsjäger, hier im Gebirge draufstellen gleich. So, das müsste eigentlich so passen. Dann die Artilleriegeschütze verteilen. Jede Front sollte mindestens eins kriegen. Da unten weiß ich noch nicht. Da oben muss auf jeden Fall noch ein Artilleriegeschütz hin. Und die Panzer eben so ein bisschen als mobile Eingreiftruppe. Man weiß ja nie, wo der Gegner wirklich in großer Masse problematisch hinkommt. Wir können auch einen hier hin haben, dann können wir den per Zug verlegen, obwohl das wahrscheinlich übertrieben wäre. Lass den vielleicht mal erstmal hier hin, dann haben wir die Zugoption. Aber ja, im Prinzip stehen die Panzer erstmal hinten, bis wir wissen, wo der Gegner kommt. Dann werden wir die wahrscheinlich links, rechts ein bisschen verteilen, die beiden. So, wir können auch 4 Einheiten aufstellen. Scout, wenn wir auf die andere Seite gehen, aber das ist halt so eine Sache mit dem Wasser da. Das ist mit der Flugarmada wahrscheinlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie viele Flugzeuge die jetzt mitbringen, die Polen. Haben sie überhaupt einen Flughafen? Die haben 2 Flughäfen. Okay, und dann auf der linken Seite werden die wahrscheinlich eher operieren. Was ich jetzt überlege, ist halt, ob ich mir noch ein 88er-Geschütz oder sowas gönne. Irgendwann müssen wir das auch mal holen. Flugzeuge. So diese Multiwall-Geschichte wieder. Wir machen wieder einen Jäger, nur um sicher zu gehen. So ein Teil. Das war kein Jäger, das war die Stuka. So, und jetzt haben wir noch einen Punkt über. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir die Flugarmada nochmal ausbauen an der Stelle vielleicht. Noch einen taktischen Bomber. Hier ist halt immer noch die Frage, also der kostet halt massiv mehr, aber eigentlich ist der massiv besser. Es kommt halt darauf an, ob wir Multiroll braucht, ne? Also, ich glaube aber, der Vorteil von dem Modell ist, dass die halt später aufgerüstet werden können, wenn die Stukas halt Stukas bleiben, ne? Und dann sind die jetzt am Anfang gut, aber wir brauchen jetzt ja gar nicht gut, wir brauchen wirklich von dem wahrscheinlich mehr. Die Messerspitter gibt es dann verschiedene Ausführungen und die Stuka wird halt wahrscheinlich nicht mehr besser. Auch wenn die jetzt erstmal wahrscheinlich schlechter ist und mehr kostet, machen wir trotzdem bei dem Ding weiter. Und wir haben halt diese Multiroll-Funktion, ne? Dass wir die noch als Jäger einsetzen können. So, sind wir alle aufgebaut, jetzt bin ich mal gespannt, ob das geht. Ist ein bisschen dünn an vielen Fronten, aber das geht halt auch nicht immer anders. Klar, mit 13 kommt der Kavallerist. Das sind die polnischen Husaren. Also da oben kommt so eine kleine Offensive. Okay, der greift direkt mich auf der Brücke an, das finde ich sehr unschön. Der Infanterie-Spam, der ist echt.
Okay, der Brückenkampf jetzt hier, der würde mich schon interessieren, wie weit wir da jetzt Abzüge bekommen haben, aber das kann ich nicht mehr gucken, ne? Das war das gerade der letzte Kampf. Eingegraben 3, aber ich vermute mal, dass der sich hier bis 6 eingraben kann. Oder mehr sogar noch, der braucht nur Zeit, wenn die Drohne angegriffen wird, hat er das halt nicht. Hier dieser Kampf, also man sieht das ja auch im Ergebnis auch so ein bisschen, ne? Dass die Brücke nicht ganz optimal war. Bedien dich. Da bin ich sicher nicht scharf drauf, diesen Brückenkampf hier zu führen. So, hier oben. Komm, der packt das Ding sogar ausschalten. Die kann das gar nicht angreifen. Ach, ist das unser Bunker? Nee. Hä? Das ist ein deutscher Bunker. Ah, ich habe das für einen feindlichen gehalten. Okay. Dann haben wir hier oben wahrscheinlich viel zu viele Truppen. Ich würde sagen, ich bringe den hier unten erstmal als Reserve hin und dann gucken wir mal, was los ist. Wenn das eh unser Bunker ist, haben wir hier oben hier massive Warnzeit, wenn ihr so möchtet. Und können hier immer noch hochbringen, auch wenn wir das Einbuddeln dann ein bisschen verlieren. Also das hier zusammen sollte da schon mindestens 2 Runden halten können. Und da habe ich ja jetzt keine Eile. Flugzeug mal hochbringen. Reichweite. Egal. Also ich vermute mal, dass sie keine Flak am Boden haben. Im Flugzeug habe ich keine gehört. Aber die KI hat ja so viel Geld bei dem Schwierigkeitsgrad, dass sie eigentlich auf den Flughäfen Flugzeuge kaufen könnte. Von da könnt ihr nicht sicher sein, dass keine Flugzeuge kommen. Da ist auch alles sicher. Da wird weiter eingebuddelt von den Freunden. Eingebuddelt 0, weil auf der Brücke ist es halt schwierig. Okay, da unten kommt der Infanterie-Spam. Die werden nächste Runde auf dem Wasser stehen und übernächste dann rüberkommen wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Hier oben ist halt zu wenig, der kann ja von allen Seiten kommen. Das macht mir ein bisschen Angst, das Ganze. Ja, also da unten sehe ich halt schon, die kommen gleich übers Wasser. Und der wäre jetzt ganz gut, wenn wir hier blocken können. Dann kann der Panzer da schon mal hin. Und ansonsten, also hier oben kommt ein riesen Blob. Für den einen Infanterist ist da wahrscheinlich zu viel, trotz Artillerie und Co. Hier unten, da scheint nicht so gefährlich zu sein. Und da würde ich es auch sagen, schicken wir jetzt hier. Den kann ich da nicht hinschicken. Schicken wir den mal. Wie weit kommt denn der Panzer? Okay. Dann haben wir hier gleich Artillerie und Panzer. Dann könnte das gerade so die Lücke schließen. Ja. Da kommt er ins Gebirge. Viel Spaß. Das ist sicher ein besserer Slot als die Brücke. Da kommt der Blob. Macht noch keinen Sturmangriff, sammelt erst. Na, scheiße, die Brücke, oder? So, wenn ich ihn jetzt hier runter bewege, dann gräbt er sich nicht ein. Von daher, wenn ich ihn aber jetzt angreifen lasse, dann kann ich kein Dings machen, reinforcen. Egal, hat ja noch 7 Mann. So, ne, wir holen den nicht zurück, wir lassen den erstmal da. Gut, das war die Geschichte. Wetter ist natürlich klar, jetzt muss es regnen. Und da brauche ich die Flugzeuge so gar nicht weiter bewegen. Bring die einfach nur mal zusammen, aus Sicherheitsgründen, aber sonst machen wir da nichts. Da rollt ein Panzerchen. Ist halt auf der Brücke, ne? Ich weiß auch nicht, welcher Idiot gesagt hat, dass die Brücke wichtig wäre. Also hinter der Brücke, ja. Die Stadt dahinter, ja. Der Berg meinetwegen an der Brücke, ja. Aber die Brücke? Im Ernst? Na gut. So, ja, der ist jetzt hier am Wasser. Und gibt noch Feuersupport. Also der wird ja jetzt auch nicht glücklich, der Infanterist. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die finishen will, weil der wird wahrscheinlich Welle um Welle kommen und dann werden die sich nachher stapeln dahinter. Und soll der Pole ruhig seine ganze Prestige investieren in Reinforcements? Und ich kann eigentlich eh auch nicht hinterher setzen, davon mal abgesehen. Auf der anderen Seite, wenn ich so einen Angriff machen kann, ne? Also 7 zu 1, dann machen wir auch gerne nochmal einen Gegenangriff. Bringt ja auch Erfahrung. So, da stehen wir. Er ist leider nicht rübergekommen. Ich kann halt nicht hier hin, solange das Feld da quasi offen ist, ne? Und hier ist eigentlich das gleiche Spiel. Eigentlich ist die Artillerie da ein bisschen gefährdet.
Ich will ja den Feuersupport, wenn die den angreifen. Ich müsste halt jemanden in den Fluss setzen. Also diese Stadt, die ist halt total beschissen da an dem Fluss. Ja, aber die Artillerie, die opfere ich nicht dafür. Dann gehe ich lieber einen Schritt nach hinten, hatte keinen Feuersupport. Also bevor ich die Artillerie verliere, die brauchen nur links, rechts drauf gehen. Und dann, ne, tut es halt auch an. So, die stellen wir hier hin. Wenn er links, rechts kommt, kann ich nochmal ein bisschen reagieren mit dem. Ansonsten, du bist ja komplett gestunt. Das ist halt ein Schuss umsonst. Den nehme ich mit. Oh, okay, das machen wir auch noch. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass der nach rechts gegangen ist. Normalerweise, wenn ihr den angreift, der würde sich zurückziehen. Bin ich gewohnt, dass er sich in die andere Richtung zurückzieht. Warum er jetzt dahin gelaufen ist, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Aber ich finde ich gut für ihn. So, das hätten wir. Das hätten wir auch. Die Artillerie um die Pleuen. Da sind ja eigentlich schon zwei Geschütze. Den würde ich jetzt einfach hier lassen, weil er von hier wirklich die gesamten Osten erreichen kann. Und den würde ich jetzt hier für diese Wassergeschichten-Dinger da aufbauen, damit wir die Adlere wieder ranbringen können ans Ufer. Und. Oh, da unten sind ja noch Einheiten. Was soll ich denn mit dem ganzen Krempel? Ist ja viel zu viel. Okay. Nicht so ganz sicher, was mit so viel Zeug soll. Vielleicht wird das ja noch richtig schwer gleich. Oder auch nicht. Oh, da kommen noch zwei, drei Mann, sehe ich gerade. Halten Sie mindestens ein Ziel. Das wird ja nicht so schwer sein. So, das hätten wir auch hier geklärt. Lass mal gucken, ob wir den wegstrafen können. Dann kann die Infanterie nämlich den Mund fassen. Und da bin ich halt immer ein großer Freund von. Wieder umsonst drauf fallen. Dann komm nicht zum Reinforcen, ne? Aber so umsonst angreifen, das muss man halt einfach machen. Da müssen wir auch irgendwann Mund fassen, ne? Führt halt auch kein Weg dran vorbei. Okay, ansonsten, ja, hier vorne, der ist jetzt auf meinem Ufer. Hauen wir den mal gerade weg. Ziel wäre eigentlich, den Artillerie-Support zu geben in der Stadt hier. Ist jetzt mit vier eingegraben. Aber da muss ich halt einen meiner Leute hier ins Wasser setzen, ne? Damit ich den Artillerie-Support in der Stadt geben kann, meiner Meinung nach. Das ist, also das ist sehr unglücklich gelöst. Ja, ich die Artillerie da einstelle, ne? Wieder von allen Seiten. Also ich werde wahrscheinlich keinen Artillerie-Support, also ich kann schon einen Artillerie-Support jede Runde hier geben, aber nicht so in der Defense, wie ich mir das wünschen würde, ne? Es sei denn, ich riskiere halt mein Artilleriegeschütz. Das ist sehr unschön. Vielleicht nehme ich das Billiggeschütz, das mir nicht gehört. Hier, das wäre zum Beispiel so ein Ding. Da könnte man überlegen, dass man das macht. Hier kann der nicht durch. Zone of Control. Ja, dann kann ich nächste Runde die Artillerie hinstellen. Hat der zumindest Artillerie-Support von dem billigen Geschütz. Besser als nichts. Ich glaube, hier vorne mal lieber Reinforcements. So, pack aufstellen. Weil sie kleinen Erbsen darüber wollen. Da wird reinforced ganz massiv auf der anderen Uferseite. Das ist okay, das machen wir einfach auch. Aber man kann gar nicht reinforcen, wenn einer neben einem steht. Früher war das immer, man konnte einen reinforcen, aber vielleicht haben sie die Regeln geändert oder ich habe das falsch in Erinnerung. In dem Falle würde ich sagen, einfach drauf. Jetzt kann ich halt hier ein bisschen aggressiver machen, wegen der Artillerie. In der Reihenfolge wahrscheinlich nicht ganz optimal gewesen. Ist es ja im Wagen drin? Nee. So. Ja, also die sollten das locker halten können. Ich glaube sogar, dass die Pack da völlig übertrieben wäre. Soll ich mal ans Ufer gehen? Und sonst haben wir noch die Luftwaffe, die halt hier ein bisschen rumballern kann. Bevorzugt halt die Artillerie ausschalten, weil die halt störend ist gleich, wenn die Befestigung kaputt macht und alles, ne? Und ansonsten Einheiten töten. Also wenn die Flugzeuge die finishen können, dann bin ich dabei, ne? Aber im Grunde genommen ist es auch nicht schlimm, wenn sie die nicht finishen. Also gerade wenn die halt sowieso mehr rein tief stehen, stehen sich ja halt gegenseitig im Weg. Da wäre das gar nicht so schlimm. Lieber Lücken füllen. Also da wo Lücken füllen. Wenn der wohl durchbricht, dass wir da ein bisschen Focus Fire machen und Artillerie ausschalten. Ja, hier unten wird es langsam voller.
Man kann auch keinen Mund fassen. Okay. Vielleicht, wenn man mit zu vielen Leuten umzingelt ist. Ja, der wird gleich meine Arterie von der Seite angreifen, wenn ich Pech habe. Das wäre ein guter Angriff, aber das würde meine Artillerie beschützen. Also von daher da drauf. Weil er wird nicht mit 5 Mann über den Fluss gehen und ihn dann angreifen und wenn wenig Verluste nur machen. Und da schlagen wir die einfach wieder zurück hier. Ja, bevor er sich da eingräbt, einfach weiter draufhalten. Ich hab wieder vergessen, ob ich hier eigentlich noch einen Bonus bekommen hätte wegen der Paktgeschichte. Also Initiativbonus wegen Massenangriff. Muss ich mir gleich mal angucken, ob die das verteilt. Dann wäre es halt gut, wenn die überall am Ufer steht. Einfach reinpasst. Ja, wie gesagt, wir packen jetzt hier dran, falls die Angriffe kommen. Wenn die halt hier Schaden nehmen, wenn einer aus Wasser setzt, das ist dann ärgerlich, aber vertretbar. Und der Rest hält jetzt einfach hier weiter drauf und tut langsam. Also die Grundidee ist, wenn ich jeden irgendwie 3 Punkte Schaden oder so zufüge im Schnitt. Dann hat er halt die Wahl, super schwach anzugreifen oder eben den Trupp halt für 1 Punkt zu reinforcen oder für 2, ne? Und dann wäre halt auch eine Runde andere am Blocken, wo ein Angriff weniger kommt. Und das ist halt, worum es geht, in die Stellung halten, ne? Und natürlich mit Absicht kein Focus Fire hier machen für die Artillerie gerade. So, das sieht gut aus. Ja, hier vorne wäre mal eine Zeit, Mund und alles zu fassen. Weiß gar nicht, ob die Artillerie jemals was zu tun bekommt. Da oben ist ja gerade keiner mehr. Man kann sich da nicht eingraben? Fragezeichen. Hat immer noch null Eingrabung gehabt. Gleich mal gucken auf den Brücken. Ich meine, ich habe natürlich keinen auf der Brücke stehen, weil ich nicht blöd bin, aber. Also Brücke eingraben würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Aber diese Eingrabung auf offenem Gelände. Je nachdem, welche eine Typen es ist, tun sie halt schneller oder langsamer eingraben. Vielleicht ist das super langsam im offenen Gelände. Muss ich gleich mal gucken. Ruhig mal nachtanken. Reserven stehen noch. Kein Flugplatz da in der Nähe? Doch, da unten. Da kommt er. Dass er den Transporter nicht angegriffen hat, wundert mich. Ich meine, das ist ja KI Stärke 2, die stärkste, die es gibt. Und die soll ja aggressiver vorgehen. Aber er hat halt diese Pack, die eben im Transporter war, nicht angegriffen, dem Infanteristen. Ja, hier vorne mit den Reinforcements. Jetzt geht das, genau. Das ist wahrscheinlich, wenn ihr von 3 umzingelt seid. Von daher geben wir dem jetzt auch hier Reinforcements gute. Auch wenn er nicht voll kriegt, aber das ist, glaube ich, schon wert. Und halten den hier klein, weil der sonst die Artillerieflanken geht. Ich vermute mal, die größte Bedrohung wird kommen in der Zeit, wo die Artillerie die Munition ausgegangen ist und den Leuten die Munition in die Manpower ein bisschen an der Front ausgeht, wenn die umzingelt werden die ganze Zeit. Um das eben ein bisschen zu unterbinden, müsste ich wahrscheinlich diesen Rhythmus, wo eben genau dieses Szenario eintritt, müsste ich bis dahin den Gegner so anschlagen, dass er eben auch eine Pause braucht, genau in dieser Runde. Das wäre, glaube ich, ein guter Kampfrhythmus für uns. Bevorzugt zwischen den Wellen der Gegner quasi dann. Warte, wenn er sich nicht zurückzieht, das glaube ich jetzt nicht, dann können wir den finishen. Schade. Gern mit dem gemacht. So, noch eine Erbse weg. Ja, meine Panzer kriegen nicht so viel Arbeit. Es sei denn, ich möchte halt wirklich mal aufs Wasser setzen. Was man natürlich auch machen kann, aber nicht, wenn hier die Jungs so stehen. Wir wollen die halt noch aufleveln. Ja, Artillery Support. Ja, wir müssen halt ein bisschen auf die Munden achten. So. Trotzdem, das ja umsonst killen. Auch wenn halt die Munde dafür weggeht, ist ein ganzer Trupp von ihm dafür weg. 5 eingegraben.
Diese Brücken, man weiß es nicht. Der Gegner mag die halt auch, warum auch immer. Ah, ich hätte noch Bomben können, wo ich wegfliege, Idiot. Okay. Eingegraben 2. Also die machen das schon so langsam. Aber langsam ist halt das Keyword hier leider. Oh, da haben wir das erste Flugzeug. Was sie bräuchten hier im Spiel, das wäre so Munitionstransporter, wäre cool. Dass der dann irgendwie im Umkreis irgendwie eine Munition pro Runde verteilt automatisch oder so ein Zeugs. Also da gibt es echt noch ein paar Mechaniken, die man einführen könnte, um das Spiel noch ein bisschen interessanter zu machen, obwohl es schon viel schöne Dinge hat natürlich. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr machen kann. So, weiter geht die Geschichte hier. Jo, einfach Bomben. Der steht auf dem Wasser. Achso, da war das Flugzeug, genau. Vielleicht lassen wir den erstmal von unserem Fighter zusammenschießen. Okay, oder auch nicht. Ich mache das jetzt nur sehr ungern mit den Bombern. Deiner Seite sammeln die auch so gut genug Erfahrung, das ist doch kein Drama, wenn die das machen. Das ist halt der Vorteil von diesen Multiroll-Geschichten, ne? So, ist die Frage, wie viel natürlich gleich noch kommen von denen. Wir wissen, dass der sich jetzt nächste Runde nach oben zurückzieht. Und der habe ich fast versucht, dem hinterher zu fliegen. Aber da ist bestimmt auch wieder Flugabwehr da oben, ne? Weil sonst kommt der halt gleich wieder. Vielleicht weil der Jäger nicht in Reichweite war. Drama. Na gut, so ist das ja manchmal. So, Stuka, let's go. Klang ein bisschen wie ein Panzerschuss. Bam. Könnte mit dem nachsetzen und den töten, aber hier auch wieder. Soll er ruhig nochmal wiederkommen, übernächste Runde. Mit den grünen Truppen, versteht sich. Ja, jetzt hat er sich mit 1 endlich eingegraben. Ist auch der Arschlange, Mann. So, die Packgeschichte hier. Ruhig mal weiter nach Norden. Das ist ja gar keine AT, wenn ihr so möchtet. Ne? Das ist ganz gut, wenn wir die da stehen haben. Plus, ich kann jetzt den Panzer einsetzen, um den zu finishen mit ein bisschen Glück. Schade. Es geht halt darum, dass er Erfahrung sammelt. Hoffentlich tut das nicht zu sehr weh und schon hat es weh getan. Ich weiß, ich hätte mit der AT umsonst machen können, aber ich will jetzt Mund fassen. Und habe auch gedacht, dass er das ohne Verluste schafft. Dem war wohl nicht so. Okay. Hier unten geht es jetzt weiter. Noch 3 Schuss hat der über, wo er nachladen muss. Der dritte Mann muss auf jeden Fall weg, damit wir hier auch selber nachladen können. Das wissen wir ja jetzt inzwischen. Auch stabil, so ein Panzer. Und das war's uns wieder alles, ne? Ja, mal keine Abfangfunktion, diese Dinger. Oh Teufel auch, jetzt kommen die dicken Panzer der Polen. Das macht er eigentlich ganz gut, ne? Wo der dicke Panzer kommt, tut es die Infanterie, die Packs angreifen. Müssen wir mal gucken, ob im Norden nicht irgendwas Schlimmes passiert. Okay. So, das hätten wir. Aber jetzt hier diese Panzergeschichten, was soll denn das sein für ein Teil? Wirkt jetzt nicht unbedingt überragend. In die Initiative, das kleine Ding, okay. Ja, also wir können ihn jetzt hier auslöschen, aber lieber Mund fassen für den bevorstehenden großen Kampf. Ja, ich habe da keine Eile jetzt. Artillerie, noch 3 Schuss. Kannst aber schon mal die Panzer. Ach, knall mir den jetzt mal ab. Reparatur lohnt sich wahrscheinlich nicht in dieser Schlacht. So,
Ja, hier oben. Schicken wir die Panzer ein bisschen an. Also, dass jetzt unser Jäger so guten Strafing Run über Panzer zieht, hätte ich nicht erwartet. So, hier oben kommt jetzt was. Der kann leider nur ein Feld gehen. Ist egal, ist eh nicht meine Pack. Die kaputte Pack kann auch noch gut Schaden machen in dem. Und der Held hat ihn dann ausgelöscht mit dem Snipergewehr. Durchs Kanonenrohr geschossen wahrscheinlich. So. Da hat der Panzer nochmal drauf. Das sieht auch gut aus. Und ansonsten ist wieder nichts zu tun für die Armee, ne? Die da vorne hinbringen. Mund fassen. Ich habe ihn mit dem angegriffen, deswegen geht das nicht. Okay. Wir bräuchten echt hier vorne, wäre ein Flugplatz sehr angenehm gewesen. Das passt das gar nicht von der Reichweite, verlieren wir eine ganze Runde Angriff durch. Aber wir können ja hier rumfliegen, dann kann ich nämlich hier gleich noch Bomben, wenn er sich die Brücke setzt, und dann runterfliegen. Haben wir das clever. Ja, ansonsten die Geschütze. Ich würde jetzt mal mit Absicht, dass der unten, das hat jetzt, ach, das hat 8 von 8 Schuss. 8 von 9. Ich würde jetzt das hier, obwohl das nachgeladen werden muss, jetzt mit Absicht nicht nachladen. Oder machen wir das hier, 5 von 9 hat das. Um zu sehen, ob das 5 von 9, ob das nachlädt, wenn das eine Runde nichts macht, also automatisch nachlädt. Weil ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, dass sie das machen. Aber damals hat er in der Stadt gestanden und da bin ich nicht ganz sicher, ob es daran liegt. Oh oh. Schade, dass nicht auf die Brücke ist. Wir wollen eine neue Flanke aufmachen. So, 9 von 9, genau. Also wenn eine Runde nichts macht, tut er wohl automatisch nachtanken. Sehr gut. Trotzdem klicke ich da ganz gerne drauf. Panzer kommt gleich angefahren. Eingegraben 0. Ich glaube inzwischen, die können sich, ich weiß nicht, ob es an einem offenen Feld liegt oder daran, dass er in der Straße ist oder öfter kämpft, aber der scheint Probleme mit dem Eingraben zu haben. Ich meine, der unten, der hat sich mit 2 eingegraben. Das ist ja eigentlich ein ähnliches Gelände wie da oben, hätte ich gesagt. Dann liegt es wahrscheinlich am Kämpfen. Einen Ausfall für die Artillerie machen oder mich jede Runde beschießen lassen. Ja, aber ich meine, das ist ein gutes Gelände, dann machen wir das. Also sonst schießt sie halt jede Runde auf uns. Ne? Das ist halt nicht wirklich angenehm dann. Und wir bräuchten jetzt einen, der die Finishen geht. Du vielleicht nicht. Ich glaube, die hätten da viel mehr Artillerie mitnehmen bringen müssen, die Polen. Jetzt hat sich da echt keiner hingestellt. Clevere KI, Mann. Okay, den Bunker bin ich leider gleich los. Und dann kann er halt hier unten eine Front aufmachen. Theoretisch auch hier rüber gehen, aber da ist ja eigentlich nichts außer meinem Flughafen. Dann kann ich ihn oben rechts zur Not noch benutzen. Aber in 12 Runden wäre das, glaube ich, echt nicht so wichtig alles. Reinforcements. So. Ja, der geht gleich wieder zurück und da brauche ich nicht weiter bewegen. Da oben, das sieht auch alles wieder gut aus. Und also die nächste große Offensive läuft ja gerade hier. Aber es sieht eigentlich sehr solide aus. Ich habe eigentlich nichts zu tun, ne? Ja, der Bunker ist gleich kaputt, aber das, also ich weiß halt nicht, der kann hier unten die Städte erobern, selbst wenn die rübergeht, hat man ja gerade, dann passiert eigentlich nichts. Schlimm wäre das halt, wenn der wirklich eine Riesenarmee rüberbringt und dann hier von hinten mich aufmischen will, aber ob er das in 11 Runden schafft und das mit den 3 Einheiten niederstehen, das wage ich stark zu bezweifeln. So, jetzt holen wir erstmal den zurück in die Stadt. Und ja, sonst machen wir hier vorne weiter.
Also ich spiele es auf Generalsschwierigkeitsgrad. Ne? Man würde schon meinen, dass es vielleicht ein Tick schwerer wäre. Auf der anderen Seite ist das echt Polen-Kampagne, einfach zum Aufbauen der Armee. Bisschen strafen. Ja, ansonsten die Front einfach halten, dann sich sie da wieder keinen Grund, irgendwie Druck machen zu müssen. Außer auf den einen hier, damit der halt nicht hier rüberkommt, ne, wir schon für die Schäden. In Dreierzustand kommt der wahrscheinlich nicht, obwohl den kann man jetzt auslöschen. Muss man halt immer ein bisschen Auge auf die Munnen haben, weil wenn er die Munnen dann verausgabt, dann die alle schießen und er dafür einen Stärker noch nach vorne bringt, dann hat er halt mehrere Nachteile, wenn er das nachher so macht. Sieht eigentlich gut aus. Ich würde tatsächlich sagen, ich würde gerne den Panzer daran arbeiten lassen. Damit er halt Erfahrung sammelt. Sehr schön. Wie viel Erfahrung hat er jetzt bekommen? 100 Punkte oder so dafür? Nee, ne? Hat er wahrscheinlich schon ein paar gehabt. So, Halbzeit. Sieht gerade ein bisschen mau aus von den Gegnern da. Einfach nachtanken dann. Ich kann natürlich auch jederzeit eine Gegenoffensive befehlen, ne? Ich frage mich halt nur, ob das nicht ein bisschen übertrieben wäre. Und wenn wir dann eiskalt erwischt werden, dann sterben die Leute. Also ich würde hier oben, wenn ich das alles erobern gehe, würde ich wahrscheinlich schon ein paar Prestigepunkte erobern. Ne? Das ist irgendwie 50 pro Stadt oder so. Also nicht so, dass es sich gar nicht lohnen würde. Aber ich habe halt Angst, wenn ich hochgehe, dass dann eben die riesen Wave auftaucht, die man im offenen Gelände, mit der ich kämpfen muss. Ne? Da habe ich echt ein bisschen, das gefällt mir nicht. Aber vielleicht überlege ich mir gleich, was habe ich doch wenigstens einen Teil erobere an den Grenzen. Hier sowas hier zum Beispiel. Dann müssen wir mit den Flugzeugen in zweite Linie gleich gehen. Apropos, was können wir ja machen? Wir können ja mal mit dem hier strafen. Wenn du den Treibstoff noch hast, dann lass mal gucken. Super, der sieht halt nicht besonders viel in dem Zustand. Einfach mal gucken, was uns da oben noch erwarten würde. Gar nichts. Also da können wir tatsächlich mal hochgehen. Das heißt, wenn die vernichtet sind, dann rücken wir mal nach Norden vor. Dann müssen wir da aber einen extra Trupp wahrscheinlich hinbringen, ne? Oder wir nehmen einfach die ganze Grenze, die da ist. Ja, dann lass hier mal Druck machen und die auslöschen. Und dann gehen wir da hoch, hätte eigentlich den angreifen sollen. Ja, lass den mal rausrollen. Den haben wir schon. Hier habe ich ein bisschen Angst rauszurollen, weil ich nicht weiß, was da in dem Bereich ist. Ich will da schon raus, aber das sieht mir jetzt ein bisschen gefährlich aus. Hier dürfte eigentlich nichts hinrollen können, so schnell. Aber wenn da ein Panzer kommt, kommt er genau dahin. Nee, bin mir zu gefährlich. Die Punkte einfach jetzt mal holen. Und vielleicht kann die Pack hier das hier oben erobern gehen. Ja, und dann bringen wir die Reserve mal nach oben. Ein bisschen riskant ist das schon, wenn man nicht weiß, was da ist, ne? Wisst ihr was, wir machen das jetzt so. Das ist ja eh nicht mein Geschütz gewesen. Obwohl, das wäre doof. Ne, kann ich nicht bewegen. Nicht safe bewegen. Da kommt die Panzerarmee angerollt. Und da war die Flak, von der ich gesprochen habe, die ich am Flughafen erwarte. Genau, und das, meine lieben Freunde, ist der Grund, wieso wir wahrscheinlich keinen Ausfall machen sollten. Ja, okay. Ist natürlich ärgerlich, dass jetzt meine Flugzeuge hier oben gescoutet haben und die Armee da oben war. Also, das war jetzt auch ein bisschen glücksabhängig oder Pech in meinem Falle. Ja. Okay, aber das wissen wir zumindest, dass wir direkt wieder zurückgehen. Ich überlege auch, Flugzeuge nach rechts umzuleiten, weil da scheint ja die Action jetzt zu sein. Schaffst du das dann noch? Ja, ne?
Okay, das heißt aber auch, wir müssen uns hier wieder eingraben, also in der guten Position. Und die kommen jetzt hier oben rechts an, ne? Der Bunker, der wird doch nicht mal eine einzige Runde noch halten. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr rechtzeitig in die Stadt rein, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Müssen wir hinten rumfahren. Das heißt, ich kann mich da nicht mehr eingraben. Der kann vielleicht die Stadt noch ein bisschen halten da oben. Weiß ja nicht, ob das Opfer sich lohnen würde. Wir versuchen mal, ob wir die halten können hier. Ein bisschen Glück geht das. Und ansonsten kann man hier schon mal anfangen. Die Kavallerie, den Panzer. Ja, die Adler würde ich sagen, bringen wir auch jetzt rüber. Wobei, ich weiß halt nicht, ob die nach hier wollen oder nach links abbiegen. Aber ich glaube, wir bringen das lieber nach rechts rüber. Und geben denen dafür ein Geschütz. Weil hier erwarte ich eigentlich keine große Offensive mehr. Oder zwei Geschütze rüberbringen. Ja, ist die Frage, wie weit wir hier vorrücken wollen. Also die Panzer von hinten auslöschen können wir, glaube ich, machen. Das sieht nicht so gefährlich aus. Wenn mit der Feuersupport hat. Gibt er auf. Oder stirbt, je nachdem, ist beides gut. Die Artillerie brauchen wir hier wahrscheinlich auch nicht mehr. Gehen wir die auch mal nach da oben. Ja, und der hilft es hier, die Sachen zu erobern. Das ist unser Held. Ist der Panzer von hinten geschützt. So, jetzt gucken wir mal. Kriegen wir die nicht kaputt? Da sind unsere Panzer scheiße, alle Achtung. Der könnte jetzt ein bisschen Aua kriegen, trotz Artillery Support. Schade, schade. Aber in der Packröhre gucken wir einfach mal vor. Wenn die geopfert wird, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, die letzte große Offensive wird das hier im Osten sein. Und da müssen wir ein Auge drauf halten. Oh, da war eine Artillerie. Warum war da eine Artillerie? Ja, das habe ich halt erwartet. Dann wird die Kavallerie die Pack angreifen im Lastwagen. Oh, da ist eine Flak. Ja, ich hätte die Stellung nie verlassen dürfen. Jetzt der Osten verloren. Oh nein. Und das Center ist auch verloren. Oh nein. Jetzt geht's rund. Ja, wir müssen auf jeden Fall Truppen umleiten. Aber die Panzer hier werden auch nur schwer von meinen geknackt, und da will ich auch nicht so viele Flugzeuge hier opfern. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt rüberfliege und den Flughafen von mir nehme, dann haben wir halt, ne? Dann ist halt richtig scheiße. Wir sagen jetzt einfach mal, das funktioniert. Noch ein Lebenspunkt, echt jetzt? Na gut. Trotzdem, ich würde sagen, die Offensive, die läuft eigentlich ganz gut hier vorne. Die Reste werden jetzt aufgemischt und dann können wir hier nach vorne, nach Norden vorrücken langsam. Können wir auch ein bisschen schneller machen. Da oben ist allerdings ein Ding, kann unseren Panzer knacken. Von daher, ich wäre echt überlegt, dass ich den eher nach Osten hier bringe, um da auszuhelfen. Obwohl, dann würde es Sinn machen, den die Eisenbahn zu packen, oder? Das heißt, wenn wir ihn jetzt hier weiter vorrücken lassen, irgendwo da oben ist eine Pack, wo wir dann reinlaufen können. Also das Ding da. Zack. Wenn wir hier reingehen, können wir mit der Eisenbahn nach Osten fahren. Nächste Runde. So, zum Erobern von Sachen nach vorne bringen. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich ins Hinterland von denen kann. Okay, die Frage wäre beantwortet. Erinnerung, das war nicht meine Einheit. So. Ja, hier vorne ist halt die Frage, ob hier nochmal eine große Offensive zu erwarten wäre. Aber wenn ich die hier vorne in Empfang nehme, dann brauche ich nicht beide Punkte verteidigen unbedingt.
rück mir den mal langsam systematisch hier in den Norden vor, hier Stadt holen kann. Ja, hier im Osten, das ist ein Problem. Das gefällt mir gar nicht. Wir wissen ja, dass da auch noch eine ganze Reihe von Panzern kommt, die gerade hier auf dem Weg sind. Ah ja, klar. Das war sowas von klar. Das hat der gleich meine dreckige Deckung. Jetzt hier auf offenem Feld erwischt werden von denen, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Traum. Feuersupport geht natürlich auch nicht. Läuft wieder. Zumindest haben wir diesen Flussübergang, haben wir jetzt geblockt hier mit dem, dass wir da ein bisschen Zeit gewinnen. Aber so richtig toll ist das natürlich nicht. Die Artillerie darüber bringen, das wäre jetzt auch nicht unbedingt super. Ich unterstelle, dass von da keiner kommt oder ich nächste Runde diesen Zufahrtsweg blocken kann mit dem Infanteristen, da brauche ich da jetzt erstmal auch keinen stehen haben. Dann kann ich den nach rechts ziehen und den nach rechts ziehen. Die brauchen halt einfach Verstärkung hier drüben. Und gerade im Pionier wäre eigentlich eine super Verstärkung da rechts, weil er die Stadt gleich zurückerobern muss. Ja, die bleiben noch wegen den beiden da stehen, eine Runde. Es hat echt angefangen, ein bisschen den Bach runterzugehen, als ich auf die andere Uferseite gegangen bin, massiv. Wo wollte der hin? So, Feuersupport. Kriegst du den eigentlich auf der Brücke so kaputt? Ja. Aber kein Flugzeug, gar nichts. Da steht auch alles gut. Der muss nachtanken. Die müsst ihr doch auch so da rauskriegen, ne? Der da oben ist gefährlicher. Zwei Felder oder eins? Zwei, sehr schön. Jetzt zieht er sich leider zurück. Der könnte theoretisch so rumreiten gleich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Da im Osten kommen aber gleich noch Panzer. Also vorbei ist das noch lange nicht. So, jetzt blocken wir erstmal die dreckige Straße hier. Hier vorne ist ein bisschen teuer. Jetzt kann man den aber vielleicht one-shotten. Sehr schön. Und mit dem Teil gehen wir jetzt hier langsam die Sachen erobern. Pax haben doch einen Nutzen in dem Spiel, alle Achtung. Der Pole, der hat so viele Ressourcen. Das hört gar nicht auf mit zu reinforcen, das Zeug. Ich weiß, andersrum wäre das Finishen einfacher gewesen, aber ich will die Erfahrung für die Panzer immer noch. Obwohl, so geht es eigentlich auch, hat sie schön zurückgezogen. Eisernes Kreuz, Klasse 2. Ich glaube, wie gesagt, dass das die Wahrscheinlichkeit auf Helden erhöht, aber ich bin nicht ganz sicher. In jedem Fall macht das jetzt erstmal so per se sonst nichts. Flugzeug. Jut, das hätten wir. Ein neuer Panzer angerollt. Da bräuchten wir eventuell den Support, weil der Pionier nicht ideal dafür ist, aber der steht ja Gott sei Dank noch auf der Brücke. Er steht ja nicht mehr auf der Brücke, obwohl das Gelände ist auch nicht so toll für ihn. Ich frage mich, ob das Flakgeschütz mitgekommen ist oder oben zurückgeblieben ist, sonst werden wir hier gleich Flugzeuge bei uns in den Landeflug gehen.
Ey, das, der Kavallerist, das der General selber stand da gerade. Kriegt aber keinen Boni wohl. Stanislav. Ich sagte gerade, er sitzt da im Damensattel. Okay. Er soll nicht die Gegner verspotten. Ups, jetzt habe ich mich verklickt, ich wollte gar nicht hin. Okay, General, Stanislav ist weg. Nicht sicher, ob man dafür jetzt irgendwas bekommt. Jetzt haben wir die Brücke. Das Ding meine ich. Jut, jut, das sieht eigentlich so aus, wenn wir jetzt gleich alles zurückerobern. Hier, das dauert halt noch eine Runde. Und ja, hier oben machen wir jetzt wirklich weiter. Oh, da kommen doch ein paar mehr Infanteristen. Das sieht nach neu gekauften Truppen aus, von den Ressourcen. Wahrscheinlich sammelt der erstmal ein paar, bevor er mal eine Welle losschickt. Vermute ich jetzt einfach. Drück mich als Team vor. Ich müsste mir mal angucken, wie viel Knete ich kriege fürs Erobern von so einem Ding. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also Prestige für, wenn ich eine Stadt erobere, ob sich das überhaupt lohnt, damit ich das besser einschätzen kann. Ja, diese Verteidigungsschlachten, die scheinen auf jeden Fall ziemlich gut zu sein, um meinen Erfahrungsstand ein bisschen zu erhöhen. Also diese Schlacht davor, wo wir Warschau haben, glaube ich, belagert, ne? Das war ja relativ teuer, durch die Bunkerlinien und die Gräben zu gehen und so. Und das hier scheint tatsächlich sehr, sehr gut zu sein, um sich davon zu erholen, von so einem Zeugs. Oh, das ist wieder ein Doppeldecker. 15er Kavallerie. Hast du die frisch gekauft? Ne, da hätte er nicht angreifen können. Aber 15er Kavallerie. Da ist noch ein General. Kruzzeber, okay. Kannst du irgendwas? Ich finde, die sollten den Boni geben. So, krass, Mann. Krass. Okay, jetzt gucken wir trotzdem aufs Geld. 1715 haben wir. Ja, 50 Punkte, aber das ist ja eigentlich ganz ordentlich, ne? Also für drei Dinge, man erobert, kriegt man Infanterist umsonst. Das schon, also warum nicht mitnehmen, wenn es da ist? So, sagen wir hier auf jeden Fall seine Infanterie. Auf offenem Feld erwischen wir die. Sind natürlich nicht die besten Panzer, die wir haben. Der OP-General da eben. Kommt doch mit drei Sternen. So. Hoffentlich zieht sie sich nicht nach unten zurück, diese Runde. Genau, dann haben wir die Chance, ihn zu finishen. Das da macht mir ein bisschen Sorgen, aber auch nicht so viel. Ist eh nicht meine Artillerie, also hier vor allem auch. Der Doppeldecker da. Das Ding muss weg. Wo ist denn unsere Luftwaffe gerade? Da. Können wir endlich mal einen Jäger für den Jägerkampf einsetzen? Du konntest doch auch angreifen, ne? Ja. Nehmen wir dem die Mangel. Kommt man zwar nicht bomben diese Runde, aber das war es mir wert. So, den können wir auslöschen, können wir noch einen Schuss abgeben. Ich glaube tatsächlich, dass meine Einheiten am Ende vom nächsten Szenario zumindest, dass fast jeder von denen diese zwei ein Viertel Sterne, dass die erreicht haben werden. Das wäre zumindest mal ein ganz starker Verdacht. Von daher müssen wir echt gucken, dass mit diesen teuren Reinforcements da, dass wir das weglassen für die Zukunft, weil, also wenn wir halt jetzt einfach die ganze Zeit sowieso schon den höchsten Stand jetzt erreichen, dann wäre das halt blöde, das wegzuwerfen. Auf der anderen Seite gibt es halt irgendwo einen Softcap und ich weiß halt nicht, wo der ist. Ach, weiches Limit, 100% steht da. Obwohl, das wäre natürlich die Frage, wenn er 100% steht, ist es jetzt schon erreicht, überschritten? Also was heißt jetzt 100% in dem Falle? Heißt das, ich habe jetzt normales Einkommen? Also, ich kann das halt nicht lesen so.
Ich glaube, mit der Brücke gebe ich mir noch eine Runde Zeit da oben, weil ich nicht genau weiß, was da im Hinterhalt ist. So, finishen. Ich habe immer noch Angst, dass die Flak kommt. Das war ein Stuka-Angriff. Oh. Okay, hier oben wurde die wieder kalt erwischt, die Jungs. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich keine Core-Einheiten verliere. Ich bin schon geflankt. Ja, vielleicht war das ein bisschen zu aggressiv, aber es gibt halt doch ganz ordentlich Punkte da zum Sammeln, ne? Ja, das sieht aus, als ob die Core-Einheit da ein Problem hat. Das lag aber auch hauptsächlich an diesem 15er-General. Ich habe die Core-Einheit verloren. Super. Das lag an diesem 15er-General, den er halt zusammengeschossen hatte, ne? Das war halt auch ein bisschen heftig. 15. Na gut. Vielleicht lassen wir ihn in die Stadt, wenn er so unbedingt haben will. Okay, aber hier, glaube ich, ist der Kampf vorbei. Hier wäre halt schön. Jetzt haben wir natürlich keinen Flughafen in dem Bereich zum Arbeiten. Auf 4 Runden geht das Ganze. Ich würde sagen, das war die letzte Offensive von der Seite. Von da gehen wir jetzt hier auch ein bisschen vor, dass wir die Stadt noch zurückholen. Also ich glaube nicht, dass in den letzten 4 Runden hier nochmal eine Armee auftaucht. Wenn, wird es wehtun. Von da rücken wir jetzt hier wirklich systematisch vor. So. Und die Hoffnung ist natürlich auch immer, was ich hier kaputt mache an Ressourcen, dass das halt auf der linken Seite dann fehlt, wenn er reinforcen muss oder neue Truppen kauft oder irgendwas. Ja, hier oben müssen wir halt jetzt gucken. Der eine war leider tot, der stirbt jetzt auch, aber das ist keine Core-Einheit, das wäre egal. Für einen Pionier war es halt ultra schade. Oh. Ja, hier müssen wir aufpassen, dass meine Elitemann da oben nicht eiskalt erwischt wird von irgendeinem Trupp. Ich würde tatsächlich sagen, lass mal hier wieder runterlaufen im Gebirge. Dass wir hier zumindest eine Defense ein bisschen aufbauen für die Panzer. Hier sitzen wir ja auch im Gebirge, die können wir eigentlich schon abschreiben. Und hier haben wir aber leider eine Lücke jetzt dann drin. Ja, das hat man davon, wenn man ein bisschen offensiver wird. Und dann gehst du hier rechts verstärken. Weiß halt nicht. Ich glaube halt, hier ist halt wirklich nichts mehr auf der linken Seite. Hier haben wir das jetzt auch erobert. Dann können wir nämlich auch nach rechts gehen, vermute ich mal. Da machen wir hier wirklich eine Front auf. Bin halt echt von unseren Panzern noch ein bisschen enttäuscht, was sie so anstellen. Einen Schuss haben wir noch. Also die gegnerischen Panzer sind das Problem, weil unsere Panzer halt nicht wirklich dolle sind, hätte ich jetzt gesagt. Und die Artillerie da oben ist wahrscheinlich auch nicht wirklich hilfreich. Links der Flughafen. Da oben, den habe ich ja gar nicht. Da, den können wir nachtanken. Ja, da machen wir das mal gerade. Ja, hier ist meilenweit auf. Aber die Verstärkung kommt ja schon. Ja. Der ist auf jeden Fall tot, egal was wir machen. Die polnische Kavallerie ist auf jeden Fall nicht schlecht, das muss man dir echt lassen. Und unsere Panzer sind wirklich scheiße, das muss man denen auch lassen. Das ist halt offenes Gelände, Panzer gegen Infanterie. Ich weiß halt nicht, wie die das machen will. Nicht eingegraben, versteht sich. Also das macht mir ein bisschen Sorgen hier. Die Verstärkungen sind von allen Seiten unterwegs und die Luftwaffe schießt ja gleich auch nochmal mit, auch wenn die noch nachtanken muss. Das ist bestimmt Army Group C Nord. Und nichts mit dem Hut mit den Jungs. Ich habe 4 Mann verloren. Ich bin im Gebirge, hallo? Ja, der Reinforced hier vorne, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir halten jetzt hier einfach den Druck aufrecht.
Und versuchen halt hier so ein bisschen links rum zu gehen. Aber die Luftwaffe hilft da sicher nicht aus. Da müssen wir hier vorne mitmachen. Ach, war der nicht gerade in der Reihen? Ich dachte. Das Problem ist, wenn die gleich hinten rumkommen, ne? Da muss ich ein bisschen auf die Artillerie aufpassen. Ich glaube, ich hätte ihn nicht angreifen sollen. Der war weder gestunt, noch habe ich ihn finishen können und er kann sich halt zurückziehen, hier vorne wieder reinforcen. Jetzt wäre ja Killen wichtiger als das andere. Das war nicht so gut. Die steht da jetzt ein bisschen exposed. Ich würde dann meinen, dass da was rein war gerade. Genau, die polnische Kavallerie ist da rein. Haben noch einen Schuss über hier. Ist ein bisschen doof. Ich weiß halt nicht, ob. Also, die Anfangspanzer sind halt richtig scheiße. Oh, da war auch noch einer. Das macht mich echt fertig mit diesen dreckigen Panzern. Reinforcement hier, der muss auf dem Berg überleben. Eigentlich gibt es ein ganz ähnliches hier. Gut, dass wir den Flughafen erobert haben. Ja, die Panzersnipen lohnt sich noch am meisten, denke ich. Der wird wahrscheinlich gleich reinforcen. Machen wir den ein bisschen kaputt. Also ist tatsächlich hier vorne ein bisschen kritisch gerade. Und die Kavallerie kann leider den da unten erreichen. Der ist jetzt unsichtbar für ihn. Er kann ihn nicht sehen, der Kavallerist. Ne? Drei Felder, eins, zwei, drei. Er sieht das da unten nicht. Also wenn er jetzt so runtergeht, dann würde ich sagen, cheatet der. Eigentlich müsste er den Siegpunkt halten. Oder halt hier rüber reiten auf das Ding. Aber das ist natürlich jetzt mit der Artillerie da unten eine 12er, ne? Also, er macht die auf gar keinen Fall kaputt, aber wenn die 12er auf 10 runtergeht, dann war das halt auch schon teuer und das würde ich, also würde ich nicht begrüßen. Ich weiß, da fehlt die Mun. Das Gebirge haltet Hill 331. Oh Mann. Nein! Noch ein Lebenspunkt. Jetzt kommt die dreckige Artillerie. Ihr habt den Berg aufgegeben, das hättet ihr auch sterben können aus meiner Sicht. Okay, weiter geht die Geschichte. Auch Mundprobleme, das ist ein bisschen wichtiger. Gleiches Spiel hier oben leider. Wir müssen den auf jeden Fall retten und dafür muss der vom Berg erstmal da weg. Sonst reitet er gleich runter und reitet den halt nieder. Du blockst weiter die Straße mit dem Panzer. Sehr schön. Und ja, der versucht sich jetzt hier zu verkrümeln in der Ecke, wo hoffentlich keiner hinkommt. Und ihn auch keiner sieht. Okay, für den Panzer gilt eigentlich ganz Ähnliches, hätte ich jetzt gesagt. Und jetzt müssen wir genug Blockzonen machen. Zone of Controls. Also hier ist jetzt eine Zone of Control aufgebaut. Über Norden war ja eben nichts. Das heißt, die einzige große Gefahr dadurch im Wald. Also eigentlich könnte er den gar nicht erreichen, hätte ich jetzt gesagt. Dann können wir auch hier die Offensive weiter vorantreiben. Fassen. Lieber eine Runde ausruhen. Das wird gleich wehtun auf dem Hügel da. Dann kann er zeigen, ob er ein Held ist. Was mich jetzt hier ein bisschen beunruhigt, sind die kommende Panzerschlacht hier. Da werden eine Menge auf ihn jetzt drauf hämmern. Also der Pecher 2 bis 3 Panzer werden auf den hämmern. Kriegen wir den noch getötet, den Kavalleristen? Schön wäre es gewesen. So, Flugsupport, wenn hier irgendein doofer Bomber vorbeikommt.
Das müsste eigentlich halten, auch wenn das hier ein bisschen dünn ist gerade. Ne? Das ist auch kein einziger Mann zu viel. Nicht einer. Okay, jetzt können wir denen noch helfen bei den Panzergeschichten. Ich hoffe echt, wir kriegen bald mal ein neues Panzermodell. Also die jetzigen Panzer, die wir haben, so richtig glücklich machen die mich nicht. Ne? Wie gesagt, die machen halt die Infanterie nicht ordentlich kaputt und die machen die Panzer nicht ordentlich kaputt. Ich meine, klar, der eine oder andere Infanteriekampf haben wir eben gesehen, dann schießt der Infanterist nicht zurück und so, der macht keinen Schaden unserem Panzer. Aber im Grunde genommen, für das, was die kosten, sind die doch nicht so dolle, unsere Teile. So, ich würde die jetzt ungern reparieren, weil es teuer wäre. Bei dem Infanterist mache ich vielleicht mal eine Ausnahme, weil ich nicht riskieren will, dass er noch irgendwie stirbt. So, noch eine Runde, dann haben wir es. Bam, vier Stück. Die Stuka ist echt geil für sowas. Lass mal gucken, ob wir den kaputt kriegen. Ja, der hat jetzt volle Erfahrung, der Panzer. Ja, der Hügel hier, das ist immer noch so ein bisschen Vorsicht, muss man da auf jeden Fall gucken. So, jetzt haben wir unseren Siegpunkt auch wieder. Also vielleicht kriegen wir noch alle Siegpunkte, das wäre ja so ein bisschen das Ziel. Schönster Übergang wieder gesichert. Zu 4. Ja, machen wir das. Der wird wahrscheinlich in die Stadt gleich reingehen oder so. Also die beiden Infanteristen da oben stören schon noch ein bisschen. Was brauchen wir immer alle Siegpunkte wollen? Da muss noch ein Infanterist rein und sonst haben wir alle. Ne? Dann haben wir einen epischen Sieg danach. Aber dann kriegen wir weniger Prestige. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen das eigentlich nicht ausnutzen, das System. Wobei, ich kann jetzt nicht mit dem Lastwagen hier rein, dann bin ich tot. Also, aber Runde 20 endet es, glaube ich, erst. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt mit Absicht den epischen Sieg wollen, damit das System nicht für unseren Vorteil nutzen, dann müssen wir jetzt, wenn ich hier gleich stehe, dann kann ich nächste Runde, glaube ich, hier rüber laufen. Also egal, wie ich den stelle, wenn ich da rein will nächste Runde, muss ich den irgendwo auf ein Feld setzen, was riskant ist. Aber das wäre halt der Preis für den epischen Sieg, ne? War ein Panzer! Warum war denn da ein Panzer? Ich habe die Erbse vergessen. Ja, wie gesagt, ich habe mir halt durch diesen Move jetzt nur Nachteile gemacht. Aber das ist halt die Frage, ob ihr das wieder spielen wollt. Viel Prestige, wenig Risiko oder viel Risiko, wenig Prestige. Habe ich mir letztes entschieden aus Realismusgründen und jetzt werde ich einen Preis nächste Runde dafür bezahlen. Der wird ja nicht auslöschen, hoffe ich, wenn da nicht noch ein zweiter von oben kommt, aber das wird natürlich jetzt unnötig teuer und damit auch Erfahrung kosten. Guck zumindest, dass der nicht auch noch mit darunter läuft. Seitenblocken. Klar war da noch ein Panzer. Okay, epischer Sieg wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, weil den, ich glaube nicht, dass ich ihn da jetzt rauskriege in einer Runde. Womit wir eigentlich ein besseres Ergebnis erreicht haben, auch wenn ich das eigentlich nicht gewollt hatte so. Wir versuchen zumindest nochmal unser Glück. Also wenn er wirklich sechs Stück bekommt, wird unser Artenriemen natürlich gleich angegriffen hier. Ich glaube, wir schaffen es doch noch. Die Stuka, ne? Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob die Artillerie vielleicht noch ein bisschen supporten können, damit er nicht 100 Milliarden Schaden nimmt. Und hier nochmal umsonst noch ballern. Den Panzer können wir bestimmt finishen mit der Infanterie. Sehr schön. Oh, der hat keine Wunden mehr. Hier ist ja jetzt keiner drin, ne? Das riskiere ich noch. Oder, also wir können den auslöschen und die Stadt einnehmen. Da oben ist ja noch eine Flak. Keine Munden mehr.
Ja, also der macht gleich hier einen Angriff sonst auf den Panzer in der Stadt und da dann nochmal drauf hämmern, wenn es irgend geht. Und wenn wir das dann noch blocken können, nee, sieht nicht so aus. Ja, der wird gleich nochmal Schaden nehmen, wenn ich Pech habe. Das lässt sich aber, glaube ich, nicht vermeiden. Obwohl die eigentlich in den Süden gehen sollten. Entscheidender Sieg. Feine Sache. Undurchlässig, General, der Angriff Polen ist gleich gescheitert. Sie konnten eine Brücke über die Sura einnehmen und tausende polnische Einheiten haben sich ergeben. Tausende polnische Einheiten. So viele Einheiten waren das. Da sie diese Bedrohung auf andere Weise Herr geworden sind, Truppen den Weg nach Warschau vollständig gut gemacht. Jetzt neues Szenario, kann ich mir später nochmal in Ruhe durchlesen, aber ich will nur auf die Szenario-Map gucken, bevor wir heute Schluss machen. Kompendium. Große Kampagne 39. War das diese Map gewesen gerade? Kaminoska Forest, ist das das jetzt? Ich hätte es Warschau gesagt, wäre das. Moment, wie hieß das Ding? Kampinoska Forest ist das, genau. So, jetzt mal einen Überblick bewahren. Das heißt, wir wären jetzt bei Große Kampagne 39. Genau, ansonsten wären wir halt hier vorne hingekommen oder beim Lossim auch da hingekommen. Also ist im Prinzip völlig wurscht. Obwohl das aus irgendeinem Grund vielleicht besseres Szenario, aber das kann ich nicht einschätzen. Das heißt, hier vorne, Decisive Victory, das scheint mir völlig irrelevant zu sein. Ne? Gibt kein besseres oder anderes Szenario. Hier unten als nächstes haben wir da Modlin und dann kommt eine Choice mit Warschau Nord oder Süd. Wenn wir aber die Spoils of War haben wollen, dann müssen wir uns definitiv für Warschau Süd entscheiden, danach nach Modlin. Das wäre, glaube ich, wichtig, wenn wir diese Map bekommen, die wir sonst nicht bekommen. Das wäre interessant noch. Okidoki.